Servus die Madel und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr an den Eingangsbildern schon gesehen habt, bin in Marchegg herum, Storchen Paradies. Ein paar habe ich aufnehmen können. Eins, was natürlich negativ war, dass jetzt eine Schulklasse da war, slowakische Kinder, aber gut, das ist nun einmal so. Und das nächste, das befindet sich gleich dann in meiner Hauptstraße. Da zwischen die Motorrauen vorbei, ist eine schöne Gegend zum Motorradfahren, aber ja. Wir gehen da jetzt den Weg noch ein bisschen entlang. Da waren wir ein-, zweimal schon da. Da hinten ist so eine kleine Hütte versteckt, neben so einem Bacherl, Flusserl, was weiß ich was, Lackerl. Und dort werden wir noch ein Käffchen genehmigen und da schauen wir jetzt, dass wir da hinkommen. Schauen wir, was uns alles begegnet an Tierleins. Also, gehen wir mal. Ja, die Brücken dürften relativ nahe sein, weil da war nämlich immer ein ordentliches Bacherl, wo man nicht gescheit drüber gekommen ist. Aber heute geht's. Ah, Gössen gibt's auch nur. Ja, und da die Pferdln eigentlich frei herumrennen dürfen, ist natürlich auch ein Gitter, also ein Tierl, wo man durchgeht. Ja, viel stehen bleiben kann man nicht, weil da ist man gleich leicht. Geht's rund. Zwei eingesprüht, aber. Also, sonst kann er da was mit ins Fressen können. Das ist auch wieder so ein Brücken, aber da war es eh trocken, da könnte er ja durchkommen. Haha, Linsen, Wasserlinsen über Wasserlinsen. Arg. Schön. Alles voller Wasserlinsen. Ein paar Seerosen und Gössen zum Saufieren. Jo, weiter geht's. Ach, geil. Tümpelchen, Tümpelchen, Tümpelchen. Da wachsen aus der Brücken die Schwammerl. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Seht da gemütlich seine Runden. Ah, da kommt noch wer. Dame des Hauses sicher. Ja, Freunde, das mit den Käfchen, was wir, kann ich mir selber noch nicht versprechen, weil diese Viecher sind so lästig, du kannst ja alle 2 Minuten einsprühen. Es ist für heute auch noch arge Gewitter angesagt und von daher sind die wahrscheinlich noch lästiger. Und ob es jetzt ein Käfchen drin gibt oder nicht, sehen wir gleich. Maritzerhütte. Da werden genauso viele Gösen sein wie heraus. Ja, Freunde, tut mir leid, aber da urlaubs, da. Ah, Wahnsinn. Schade. Ich hätte so gerne ein Käfchen getrunken, aber das hält es da nicht aus. Wenn ein bisschen Wind durchgeht, geht's ja, aber wenn keiner ist, hast du 100.000 Gösen bei dir. Ja, ich halte zumindest die Camp da noch ein bisschen raus. Und dann geht es wieder retour, leider. Sehr schön auf alle Fälle da. Absolut super. Wir gleiten dahin gemütlich durchs Wasser. Ich mal bis am Grund, wo es dreckig ist. Da ist sicher ein Bibereingang. Ja, ein paar Sequenzen haben wir den habe ich eingefangen. Aber da geht ein bisschen der Wind das darum. Aber jetzt geht es wieder. Ja, es hilft nichts. Es geht wieder Richtung Retour. Da kannst du wirklich nirgends stehen bleiben. Ja, an dieser Stelle eine Frage an euch einmal. Es gibt ja diese Moskitonetze für den Kopf quasi, wo es bis zu den Schultern ist, weil eigentlich das Gesicht geschützt ist. Dann habe ich in einem Video auf YouTube einen Amerikaner gesehen, der hat das mit einem, wie eine Jacken ist das quasi, also ein Hemd und Kopfteilen an. Also ist Moskitoschutz, ist optimal, so ist mit einer Hose auch noch gegeben. Ich habe das Ganze auf Wish auch noch gefunden, kostet auch einen Schmarrn dort. Das Problem, was noch ist, das sind lauter so kleine Gräsen, so halbe Hemden. Ja, was soll ich denn mit denen? Also, das, was die als XL bezeichnen, ist bei uns S. Und ich brauche schon mehr X, 3X und dann ein L. Naja, wenn irgendeiner weiß, wo man das kriegt, ab in die Kommentare, das brauche ich. Puh, das ist sicher nicht schlecht um die Zeit. Ja, extrem heuer. Ist jetzt der Schwan. Schon ein edles Viech. Schaut geil aus. Nein, oh ja, finde schon. Stört mir gar nicht, dass ich da bin. Ja, Freunde, das war's für heute. Leider habe ich euch nicht mehr zeigen können, leider kein Käfchen. Ein paar Bilder vom Storch haben wir wohl draufgebracht. Die Libellen habe ich auch noch erwischt, glaube ich. Und den Schwan, der war auch noch hautnah. Also, ja, Käfchen ist hinfällig, hat es heute ganz gegeben. Das tut mir am meisten weh, aber ich sage euch jetzt das auch nicht. Ich fahre jetzt heim, haue mich in meinen Swimmingpool und dann, wenn ich rauskomme, drücke ich mir auch so ein Käfchen rein. Gut, in dem Sinn, ich sage trotzdem danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, schönen Tag, schöne Woche und in dem Sinn, servus die Malen und pfiat euch die Burm.